Heute werden wir wieder mal Zeugen des Demokratieverständnisses der ÖVP. Es gibt heute im Parlament einen sogenannten EU-Hauptausschuss und einen Hauptausschuss. Die Ausschüsse dienen dazu, dass man wichtige EU-Positionen seitens Österreichs hier nominiert. Allen voran geht natürlich die Nominierung von Finanzminister Brunner zum EU-Kommissar, wobei man hier noch gar nicht weiß, was es eigentlich genau für ein Kommissar sein soll, den der Herr Brunner dann übernimmt. Fakt ist aber auch, dass man einmal mehr das Ergebnis von Wahlen mit Füßen tritt. Warum sage ich das? Ganz einfach deswegen, weil sich die ÖVP und eigentlich diese unbeliebte Bundesregierung, die überhaupt nicht mehr auch nur ansatzweise über eine Mehrheit in Österreich verfügt, weil sich diese Bundesregierung jetzt noch einmal das Recht herausnimmt, kurz bevor sie abgewählt wird, einen EU-Kommissar zu nominieren. Wir Freiheitliche haben bereits im letzten Jahr gesagt, dass es nur recht und billig wäre, hier natürlich auf das Votum der Bevölkerung und der Wähler zu hören und den EU-Kommissar von jener Partei nominieren zu lassen, die als stärkste über die Ziellinie bei derartigen Wahlen geht. In dem Fall wären es wir Freiheitliche gewesen und wir hätten auch ganz klar gesagt, was wir uns von einem EU-Kommissar wünschen. Ich habe damals selbst meine Kollegin Dr. Susanne Fürst als Remigrationskommissarin vorgeschlagen, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass die Europäische Union hier gerade im Zusammenhang mit Migration absolut Handlungsbedarf hat und weil wir der Meinung sind, dass natürlich darüber nachgedacht werden muss, wie man diese vielen illegalen Menschen, die nach Österreich und nach Europa gekommen sind, in ihre Heimatländer zurückbringt. Denn eines ist klar, es kann doch nicht sein, dass hier jeder, der irgendwoher kommt, voll und ganz in unser Sozialsystem einwandern kann und sozusagen auf Lebenszeiten hier in der Hängematte hängen kann. Das ist etwas, was wir nicht wollen und das ist auch etwas, wogegen wir mit unserem Volkskanzler Herbert Kickl dann in weiterer Folge auch vorgehen werden. Generell ist es übrigens auch noch interessant, dass sich der Herr Brunner noch gar nicht Gedanken darüber machen muss, welches Amt er eigentlich genau in der Europäischen Union erhält. Das heißt also, wir nominieren jetzt jemanden, wo wir nicht einmal noch wissen, welche Fähigkeiten und welche Fertigkeiten er eigentlich dafür braucht, welche Expertise. Dass Brunner Finanzminister nicht kann, das haben wir eindrucksvoll gesehen. Österreich hat ein unglaubliches Budgetdefizit. Die Staatsschulden sind regelrecht explodiert, also kann er wohl nichts mit Geld. Das ist einmal ganz klar. Das heißt also, was könnten andere Ressorts sein, die der Herr Brunner bekommt? Wir wissen es nicht. Die ÖVP ist jedenfalls gemeinsam mit ihrem linken Koalitionspartner der Meinung, dass der Herr Brunner alles kann und ich bin schon gespannt, welches Amt man ihm hier zuschanzen wird. Übrigens hat Karl Nehammer mit der Nominierung von Herrn Brunner auch gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, denn es haben schon die Spatzen von den Dächern gepfiffen, dass der Herr Brunner wohl der Nachfolger von Karl Nehammer als Parteichef sein kann, vor allem dann, wenn Karl Nehammer, und das ist zu erwarten, die größte Wahlniederlage in der Geschichte der ÖVP einfährt. Damit hat er sich aber jetzt eines Konkurrenten entledigt und hat die Demokratie einmal mehr mit Füßen getreten und man zeigt einfach nur, wie Machtpolitik aller ÖVP funktioniert. Man schädigt die eigene Wirtschaft, die eigene Landwirtschaft, indem man den Grünen das Renaturierungsgesetz durchgehen lässt. Auf der anderen Seite sichert man sich von der Nationalbank bis hin zur EU-Kommission eben noch die besten und gut dotiertesten Jobs und dann pfeift man so richtig auf das, was die österreichischen Wähler eigentlich wollen. Ja, das ist das Jahr 2024 in Österreich unter der Ägide der ÖVP. Wir werden das jedenfalls besser machen und dieses Land und diese Republik wieder auf Betriebseinstellungen zurücksetzen, damit nämlich die Bürger und nicht die einzelnen Parteien im Mittelpunkt stehen. Abschließend noch eine Einladung, diesen Kanal zu abonnieren. Danke, dass sich immer wieder viele dazu entschließen, ein Gefällt mir dazulassen, ein Abo zu klicken oder auch die Glocke zu aktivieren. Freut mich sehr. Kanal wächst und wächst und ich werde euch natürlich dann auch morgen wieder am Laufenden halten.